Hallo ihr Lieben, ich bin die Mona, ich bin Studio-Owner bei Pole Arts und ich wollte euch hier heute einmal kurz erzählen, warum Pole Dance eigentlich das Coolste ist, was mir überhaupt jemals passiert ist. Ich mache Pole Dance jetzt insgesamt seit 2009, habe das eher zufällig im Fernsehen entdeckt und damals war das noch so ein bisschen so die Zeit, wo, oh Gott, Pole Dance, Rotlicht, Stripclubs, geht gar nicht. Ist heute ja teilweise noch immer der Fall, aber viele wissen es mittlerweile ja auch schon ein bisschen besser. Sache ist die, Pole Dance hat nicht nur meinen Körper, sondern auch meinen Kopf verändert. Und was ganz, ganz spannend ist, weil das eine ist, Pole Dancer, man spricht davon, dass die Pole Dancer die straffesten und muskulösesten Bäuche haben. Also das wäre schon mal ein Anreiz. Und das andere ist, es macht wirklich ganz, ganz stark was in deinem Kopf, weil du arbeitest an Tricks. Du hast nicht, so wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, deine drei Sätze mit 15 Wiederholungen oder keine Ahnung was, sondern du gehst dorthin, bei uns arbeitest du in einer Choreo und du möchtest den Trick können. Am Anfang ist es meistens so, die Tricks erarbeiten sich relativ schnell. Also man kommt relativ rasch zu irgendwelchen Ergebnissen. Nur irgendwann passiert es dir, dass du deinen Körper adaptieren musst. Dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo dein Körper sich wirklich insofern verändern muss und Kraft aufbauen muss, um das nächste Ding zu schaffen. Die Problematik dabei ist, man ist vom Anfang, ja, das alles ist ja easy cheesy gegangen, super leicht, man ist irrsinnig verwöhnt, ja, und dann kommt in der Regel immer so ein bisschen eine Down-Phase, wo man dann realisiert, okay, eigentlich, ich muss arbeiten, ich muss raus aus meiner Komfortzone, ich muss mir da jetzt wirklich Mühe geben, dass ich den nächsten Schritt, den nächsten Trick, den nächsten Spin, was auch immer, dass ich das schaffe, ja. Das dauert dann bei den einen länger, bei den anderen weniger lang, je nachdem. Aber die Sache ist die, wenn du diesen Moment überdauert hast und dann du sagst, okay, und da komme ich drüber, ja, ist die Motivation weiterzumachen noch viel, viel größer, weil das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft aus eigener Kraft, mit meinem eigenen Willen, mit meiner eigenen Arbeit. Und das ist ein irrsinniger Push. Ja, ein großes Hochgefühl, das ich auch immer wieder seit 2010 unterrichte ich Pole Dance auch. Und das ist was, das sieht man auch immer und immer wieder bei den Leuten. Ganz, ganz toll, die Freude dabei. Das andere ist, es verändert auch deine Einstellung zu deinem Körper. Am Anfang war es bei mir auch immer so, oh Gott. Hotpant anziehen. Naja, warum? Wir brauchen die Haut, um an der Stange zu kleben, weil sonst funktioniert es nicht. So. Ich meine, mittlerweile gibt es auch schon Silikonpoles und diverse Leggings, die da irgendwie einen Sondergrip versprechen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist es so, dass die deine Haut den Grip an der Stange gibt. Das war am Anfang für mich auch so. Na, und je höher das Level ist, desto weniger Kleidung, desto mehr, weil umso mehr brauchst du andere Körperstellen, um daran zu kleben. Gut. Am Anfang war das schon so, ja, aber je weiter du kommst, desto eher ist es dir urwurscht. Es ist mir so ein Wurschtigkeitsgefühl gewachsen und man merkt das auch bei den Teilnehmern. Irgendwann im Sommer war das in Schwadorf. Wir sind noch vor dem Studio gestanden und haben geplaudert. Auf einmal kommt Astrid. Sag ich, um Gottes Willen, Astrid, du hast dir gar nichts an und du stehst mitten auf der Straße. Hotpant und nur Sport-BH, top. Genauso wie es es für ihr Training braucht. Für Astrid war es völlig selbstverständlich, dass sie so dasteht, weil das ist doch meine Trainingskleidung. Super. Super, grandios, genauso und nicht anders. Ja, also wie gesagt, Pole Dance ist wirklich, und ich meine, was natürlich noch dazu kommt, es ist eine Community. Es ist eine Community mit deinen Pole Sisters, mit den Leuten, die du in den Kursen kennenlernst. Ja, es entsteht da wirklich was Besonderes. Ich kann dir nur empfehlen, ja, probier es aus. Pole Dance ist wirklich was,
was wirklich mein Leben verändert hat, wirklich viele, viele gute Freunde, nicht nur Dinnen, sondern auch Freunde, Männer machen es ja auch, gefunden und ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Ja, also, ich sage da nur, probier es aus. Ja, viele Hochs, aber auch viele Tiefs, aber es zahlt sich aus und lohnt sich. Bussi Papa.